Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Aber heute werde ich einen Whisky nicht wirklich bewerten, sondern ich wollte eigentlich einfach nur euch einen Whisky zeigen. Es ist ein Kellerfund und ich wollte diesen mit dem aktuellen Whisky, den es auf dem Markt gibt, vergleichen. Ja, was habe ich denn gefunden? Also nicht bei mir im Keller, sondern beim Freund im Keller. Der hat diesen Highland Park, 12 Jahre, der war schon auf, also er war auch, naja, ihr seht, ein Drittel ist noch drin, ja, ein bisschen mehr sogar als ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen. Ja, er war jahrelang im Keller, ich weiß nicht, wie alt er ist, keine Ahnung, also... Wenn jemand weiß, wie alt dieser Whisky denn sein könnte, also wann wurde denn das letzte Mal diese Flasche hier, so von dem Design her, ja, rausgebracht, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, das würde ich nämlich gerne wissen. Ansonsten steht nämlich kein, wie üblich bei Whisky, nicht dran, an welchem Jahr er destilliert oder abgefüllt ist, also das macht, das ist bei den meisten Whiskys nicht der Fall. So, und das will ich dann halt mal mit dem aktuellen Highland Park 12 vergleichen. So, dann vergleichen wir mal kurz die Flasche. Also einmal, ja, diese Flasche hier ist wesentlich stylischer, mit mehr Emblemen da drauf. Aber auch hier, bei dieser hier, da hat man auch schon so eine Emblem, das sind Weizen, wenn ich das richtig sehe, genau, Weizen, Distillerate 1780. 98, wenn ich das richtig sehe. Also da haben sie schon ein bisschen mit angefangen, so ein Relief reinzubringen, was sie dann hier in den modernen Flaschen genauso gemacht haben. Was will ich noch zusätzlich zu der Flasche sagen? Der Korken, ja, der ist ziemlich dick. Leider hat der Korken hier ein ganz kleines bisschen am Rand. Ja, ja, war ein bisschen festgeklebt, würde ich mal sagen. Also, da muss ich ein bisschen aufpassen. Gut, es ist jetzt keine wirkliche echte Bewertung, Vergleich, frisch aufmachen, dass man das als objektiv betrachtet. Also, da ja aber diese Flasche hier eh nicht zu kaufen ist mehr, mache ich Highland Park ja auch kein schlechtes ja, Marketing und sage dann, die sind schlecht. Es ist einfach nur ein Vergleich. Ja, was kann ich noch zu sagen? Ja, relativ dicker Korken. Er ist ein bisschen weich. Aber er hat nicht diesen Drehverschluss drin. Also bei dem hier, das sieht man ja, ich kann also den nicht ziehen. Ich muss leicht drehen und dann kann ich erst ziehen. Eigentlich eine super coole Sache. Dann vergleichen wir nochmal die Korken. Da seht ihr dann auch den Unterschied. Ja, neu, alt. Ja, genau die gleiche Höhe zeigen. So. Also es ist doch ein deutlicher Unterschied. Ja, von der ja, Korkgröße her. Auch ja, der Deckel ist auch ein bisschen größer geworden. Ja. Zum Glück hat der, also ich habe schon mal natürlich ein bisschen probiert. Also er ist noch ganz klar, also er ist nicht irgendwie umgeschlagen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Geschmack jetzt verloren gegangen ist. Wie stark ist er jetzt wirklich oxidiert? Deswegen werden wir mal ein bisschen rücksichtsvoller sein. Ne? Wir gehen mal davon aus, dieser Whisky wäre so, wie er auch damals wirklich in der Flasche war, ohne Oxidation oder nur geringe Oxidation. Die Flasche ist ja auch schon auf. Also hier habe ich auch eine leichte Oxidation wahrscheinlich schon bekommen. Aber das, was ich bis jetzt festgestellt habe, würde ich sagen, es ist noch ein fairer Vergleich. So, gucken wir uns jetzt die Farbe an. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist neu, das ist alt. Die Farbe ist exakt gleich geblieben. Also da sehe ich keinen Unterschied. Ja, dann werden wir mal verriechen. Alt. Also hier kommt so ein, ich würde mal sagen, wie ein frisches Holz ein bisschen. Hm? Als würde so Kiefer ein bisschen riechen. Also er riecht so leicht minzig nach Kiefer.
Und wenn ich jetzt den neuen verrieche, Frucht, richtig fruchtig, ja? Wie so Pfirsich. Natürlich Vanille. Das hat aber auch. Also vom Geruch her unterscheiden sie sich schon mal ziemlich deutlich. Ja. Also der hier ist runder, voller. Der ist hier ein bisschen rassiger, nicht so rund. Bisschen mehr Ecken und Kanten. Aber durchaus interessant, ihn anzuriechen. Also es ist nicht so, dass ich sage, flacher Whisky. Wo ich hier immer noch die Süße habe und die Leichtigkeit eigentlich. Ist interessanterweise, habe ich hier, rieche ich eigentlich lieber öfters dran, weil es mehr zu entdecken gibt. Interessant eigentlich. Gut, dann wollen wir mal probieren. Fange ich mit dem Alten an. So. Er kommt rein, hat ähnlich diese leichte Süße kam und dann Pfeffer, richtig Pfeffer. Und dann kam Pfeffer und jetzt bin ich, dann spürte man den Rauch, Abgang, etwas scharf, etwas pfeffrig. Ganz zum Schluss habe ich so eine bittere Note drin. Ja, okay. Also man merkt, dieser Whisky ist ja ein Highland Peated Whisky, bisschen ruppig, rau. Hat aber schönen Antritt, kommt gut rein. Der hat auch eine schöne Walnussgeschmack. Also fast schon wie Walnuss-Schnaps oder so. Also richtig intensiv. Das ist natürlich auch diese leichte bittere Stoffe, die da drin sind. Aber schön eingebunden. Es ist nicht so, dass das jetzt für mich störend ist oder sage, schlecht. Es ist halt von einer nussigen, ja, Note dabei, die sehr deutlich ist. So, vergleiche ich das jetzt mal mit dem Highland Park aktuell. Diese Frucht, diese Süße kommt rein, ist direkt präsent, aber wesentlich runder, ja, Gentleman-mäßig mehr, weicher. Man merkt dann aber auch etwas Rauch, die Pfeffrigkeit ist auch noch vorhanden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist ein, naja, sagen wir mal, so ein bisschen wie ein Junge vom Land, ist der Alte. Und der hier, das ist also der Neue, da würde ich eher sagen, das ist ein Lord vom Land, ja. Also jemand, der, oder ne, jemand, der im Dorf auf dem Land lebt, aber halt irgend so ein eher Arzt und Anwalt. Ja, es ist okay. Man merkt noch an, es hat eine gewisse raue Dings, aber trotzdem Kultur. Ja? Gut, der andere hat auch Kultur, aber ich versuche das ein bisschen bildlich zu beschreiben. Ich würde sagen, dass die meisten Leute wahrscheinlich sagen, ja, der Highland Park hat sich verbessert.
hat sich zum Guten verändert. Ich finde, ich bin ja nicht so ein Typ, der sagt, ich wiege die Whiskys auf. Klar, wenn der hier in der Alte noch ein bisschen mehr die Süße, also diese fruchtige Komponente gehabt hätte, wäre der auf jeden Fall gleich auf. So ist er für mich schon ein bisschen niedriger zu bewerten, also von der Art und Weise her, weil ja, er ist doch, hat Kanten, ja, hat mehr Kanten, deutlich mehr Kanten. Und das mag man mal, also mal mag es weniger. Aktuell, ich ehrlich gesagt, ich war jetzt sogar erstaunt, dass er mir jetzt sogar noch besser geschmeckt hat als gestern. Gestern habe ich nämlich das erstmal kurz probiert, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und ich muss sagen, er ist jetzt sogar besser geworden. Ich glaube, dass natürlich der aktuelle viel mehr den aktuellen Geschmack trifft. Aber ich finde es super interessant, auch ältere Whiskys mal zu schmecken, die, ich sag jetzt mal, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10, 15 oder 20 Jahren mal so gemacht wurden und dann halt, ja, sich die Rezeptur doch leicht geändert hat. Ja, ich muss immer noch einen kleinen Vorbehalt nochmal wie kurz wiederholen. Das ist ein geöffneter Whisky. Ich weiß nicht, wie stark der oxidiert ist, wie viele Geschmacksstoffe davon verloren gegangen sind. Es kann alles sein, also nicht auf die Goldwaage legen. Es ist hier meine subjektive Meinung und Erfahrung insbesondere, die ich gerade hier mitteile. Aber ich denke, sie ist spannend zu sehen, wie weit sind denn die Whiskys denn auseinander. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Anhaltspunkt, das mal zu erfahren. Ja, das Whisky kommt, dieses Whisky-Video kommt dann halt am Wochenende raus. Also ihr werdet dann am Wochenende, könnt ihr das dann sehen. Ja, an den ja, normalen Werktagen veröffentliche ich ja meine normalen Blind Whiskys Videos. Da freue ich mich, wenn ihr dann auch dort reinschaut und euch das ein oder andere Video dann anschaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Glocke anmachen. Oder, worüber ich mich noch mehr freue, ihr abonniert und guckt regelmäßig. Ja, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Okay, ja, das war's dann. Highland Park, ein kleines Erlebnis, mal was anderes. Ich freue mich. Bis später dann mal. Tschüss.